The Shadow Man, der Schattenmann. Wenn du aufwachst, beginnt dein Albtraum. Uncut, ungeschnittene Fassung. Freigegeben ab 16 Jahren. Der Schattenmann. Ja, das ist ein B-Horrorfilm, den ich aber gut finde. Ein guter Film, meiner Meinung nach. So, drehen wir die DVD mal um. Was passiert in diesem Film? The Shadow Man. Fotografin Rachel fühlt sich von einem mysteriösen Mann mit Hut verfolgt. Zunächst scheint ihr der Fremde lediglich in ihren Träumen aufzulauern. Doch dann schleicht sich der Shadow Man langsam in ihr reales Leben. Während ihr Ehemann an eine wissenschaftliche Erklärung des Ganzen glaubt, vermutet Rachel hinter der Erscheinung etwas viel Schlimmeres. Das hier ist Rachel. Ja, wie schon beschrieben, sie sieht den Schattenmann immer in ihren Träumen. Und ja, die Situation ist folgendes. Sie ist mit ihrem Ehemann zu Hause und sie liebt ihn nicht mehr richtig, weil ihr Ehemann hat sie mal betrogen. Und ja, wegen dieses Schattenmann geht sie nachher auch in so eine Selbsthilfegruppe und da lernt sie auch einen anderen Mann kennen. Ja, ihr Ehemann möchte probieren, alles wieder ins Reine zu rücken und möchte mit ihr auch eine Familie gründen. Wenig später fahren sie raus aufs Land. Ja, da kommt es zu einem Streit und Rachel fährt dann zu dem anderen Mann, den sie in ihrer Selbsthilfegruppe kennengelernt hat. Und dann am Ende, ja, taucht der Schattenmann auf, der Shadow Man, und ja, dann geht's richtig rund. Aber ich will noch nicht zu viel sagen über den Film. Ihr müsst ihn euch schon selber anschauen. Ein sehr, sehr, ja, ein sehr, sehr guter Film, kann man sagen. So, paar Auskünfte. So, diese DVD, der Film ist in den Sprachen Deutsch und Englisch. Laufzeit 85 Minuten. Und ja, wie schon sagte, freigegeben ab 16 Jahren. The Shadow Man. Machen wir die DVD mal auf. So, das ist die Hülle, das ist die DVD. So. So Leute, vielen Dank fürs Anschauen und ja, wenn ihr mal so ein bisschen gruseln möchtet, ist der Film genau richtig. Das ist nicht so ein Splatter-Film, also das heißt, man sieht nicht viel Blut, ja. Ich mag sowieso nicht so gerne diese Splatter-Filme, ich mag immer so diesen Psycho, diesen Grusel-Effekt und das hat dieser Film eindeutig. So, bis zum nächsten Mal Leute, haut rein!